Hallöchen, da bin ich wieder, Teil 2. Hier steht tatsächlich Alps drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich weiß es nicht. Ich habe den Riemen schon gedruckt. Den muss ich ja dann noch einbauen. Das ist immer noch das Laufwerk A, was ich ja noch sauber gemacht habe. Ich muss jetzt hier aber am Motor nochmal bei. Den muss ich jetzt nochmal aufmachen und die Federn da nicht tauschen, sondern umlegen, damit der Motor richtig rumläuft. Das würde ich jetzt off-cam machen, damit das nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, auf dem Video, und dann mich nachher um das andere Laufwerk kümmern. Das sieht ja genauso aus. Also dieser Teil hier wird wohl nicht ganz so lang werden. Ich will den auch nicht ganz so lang machen. Ich will auch gar keinen dritten Teil machen. Darum jetzt nur im Schnelldurchgang. Ich mache jetzt den Motor nochmal. Ihr habt ja gesehen, wie ich es gemacht habe. Da habe ich aber 45 Minuten Gefummel noch rausgeschnitten. Also es ist sehr fummelig. Und wir brauchen ja nachher nur noch den, sag mal, den Geschwindigkeitstest und das noch einstellen und so weiter, was man da alles braucht. Und ob der Motor noch kreischt, der andere. Ob der immer noch so ein Kreischen macht. Der macht er nicht immer, aber öfters. Gut, ich mache jetzt hier erstmal den Motor und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin und dann den Riemen einbauen kann. Mal gucken, ob ich da wieder die Platte vorne abmachen muss oder ob das auch ohne geht. Schauen wir mal. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, nun habe ich den Motor wieder zusammen. Der läuft auch in meinen Augen jetzt richtig rum. Jetzt müsste ich nur noch den Riemen da reinkriegen. Und der muss ja jetzt da so drinnen liegen, aber unter dem Blech. So, und jetzt habe ich schon überlegt, eventuell klappt das, wenn ich das hier durch den Spalt da durchfädel. Das kann ich mal probieren. Ich möchte das jetzt nicht noch mal komplett auseinandernehmen. Naja, komplett nicht, aber sagen wir mal ein ganzes Ende auseinandernehmen. Aber das wird nichts. Also ich muss es noch mal ein bisschen. Sprich, die Schraube hier einmal rausschrauben und die Plastikniete hier am Rand. Ist das hier noch irgendwo? So, habe ich das Metallteil ab und dann legen wir den Gummi dahin. Das sollte auch passen. Machen wir das erstmal so. Ne, das können wir nicht machen. Wir müssen das so machen. Das war doch hier irgendwo eingehakt. Jetzt ist der Gummi wieder ab. Sollte so passen. Der Gummi liegt da hinten drin. Der soll da müsst, sollte auch hoffentlich da drinnen liegen bleiben. Machen wir die Schraube wieder rein. Machen wir die Schraube wieder rein, ja. Mit dem geht das nicht. Geht das mit dem hier? Der ist wenigstens magnetisch.
So, der Riemen ist natürlich nur, oder ist nicht nur, der Riemen ist für den Counter. Der muss nicht hundertprozentig perfekt sein, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe ihn jetzt Durchmesser 50 mm gemacht und einmal 1 mm Vierkant. Komm her, du. Jetzt geh doch da wieder rein. So, Plastikniete wieder drin. Die Nutzi. So. So, das sollte so passen. Dann baue ich das hier noch einmal schnell wieder um, dass ich wieder das Gerät auf dem Tisch habe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder bereit zum Einbauen. Muss ich bloß mal hier den Ton in die Tasche kriegen. So, dann haben wir hier das Laufwerk. Ich hoffe, ich kriege das hier so rein. Das jetzt. Der Riemen sitzt auch ein bisschen stramm, also ich denke mal so 55 mm wären wohl besser gewesen. Aber das sollte kein Problem darstellen. Und bevor ich das jetzt alles festschraube, stecke ich einfach mal kurz wieder den Stromdings hier rein und gucke, ob das funktioniert. Einmal vorgaukeln, dass es hier eine Kassette hat. Das funktioniert. Und ich habe noch was vergessen, und zwar das Schmieren. Seht ihr? Ich habe es noch nicht reingeschraubt und ich habe noch was vergessen. Also muss ich da noch die 2, 3, 4, 5 Sachen schmieren. Dann kommt das wieder ab. Also ich fette jetzt da unten da einmal, da wo ich das Fett rausgemacht habe. Was ja schon sehr hart war. Und dann wollte ich eigentlich noch die Zahnräder hier einmal ein bisschen fetten. Werde ich da mal machen. Seht ihr schon, das läuft schon soweit. Jetzt bei 6 Volt. Ich glaube, den Motor muss ich auch machen, wa? Geht ja auch in die andere Richtung, muss er bloß umpolen.
glaube, der Motor braucht auch mal ein bisschen. Der ist auch so zusammengebaut. Plus, minus. Ich glaube, den werde ich auch machen. Ich werde hier aber einmal von dem Rad das außenliegende, das äußere Fett ein bisschen wegmachen, weil da ja der Riemen vorbeigeht. So, das wäre dann das. Ich würde jetzt sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das andere Laufwerk auf dem Tisch habe, wo wir dann noch beigehen müssen. Das baue ich jetzt erstmal wieder ein. Ihr müsstet ja wissen, wie das geht, oder gesehen haben, wie das geht. Ich baue das wieder ein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das andere Laufwerk auf dem Tisch habe. Also bis gleich. So, Hallöchen, da bin ich wieder. Hier ist das andere Laufwerk. Das ist jetzt nur das Play-Laufwerk. Das hat auch nur eine Erkennung, ob es Chrom- oder Normalband hat. Das andere hat noch eine Metallbanderkennung. Da ist hier oben noch eine zweite Wippe. So, und der hier ist aber, glaube ich, schon auch ausgehakt, ja. Den muss ich dann nämlich auch noch mal einhaken. Kriegen wir das jetzt hier gerade mal hin? Das ist die Frage, wo habe ich die Pinzette hingepackt? Ja. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das scheint ausgehakt zu sein. Der Hebel. Also da. Da muss ich jetzt auch erstmal erst einmal die Feder aushaken. Das Laufwerk aushaken. Also nicht das Laufwerk, sondern die Klappen oder die Klappe. Am besten ist, glaube ich, die Seite als erstes. So. Und dann kann ich, glaube ich, ja. So. Dann die Schraube. Das ist genau so aufgebaut. Eventuell muss ich ja auch noch hier ein bisschen fetten. So. Ich habe ja jetzt schon Übung mit dem anderen Laufwerk. Ne. Komm raus da. So. So. Und der Hebel scheint ausgehakt zu sein. Oder ist er gebrochen? Ich glaube, der ist sogar gebrochen, ja. Darum geht das nicht. Der ist gebrochen. Ja. So wie es aussieht, ist der gebrochen. Das ist natürlich doof, dass der abgebrochen, dass der weggebrochen ist. Darum geht das hier auch mit dem, mit der Kassette einlegen. Nur so als, so halbwegs, wenn ich dann den Stopp drücke. Wenn ich den Hebel nehme und tausche. Nee, der ist nur. Nee, der. Nee, das wird nichts.
kann ich den da irgendwie rausholen? Ohne. Großartig was zu machen. Nee. Hätte ich jetzt ja gedacht, ich hole den da mal raus, messe mir das mal aus, wie der aufgebaut ist. Konstruiere den nach mit einem Cut-Programm und druck mir den aus. Wie kriegt man den da raus, ohne sich das da alles kaputt zu machen? Das wird nichts. Nee, ich krieg den da nicht. Da müsste ich den Schalter da hinten abbauen und. Nö. Nö, das ist doof. Das will ich nicht. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Wenn ihr da noch eine Idee habt, könnt ihr mir das ja mal sagen. So, hier ist jetzt auch wieder Fett. Das ist schon sehr hart, auch wieder. Aber hier ist ja nur den Motor machen. Und ich lasse den Motor jetzt mal da drinne. Ich baue das gar nicht erst alles aus. Und probiere mein Glück. Das mache ich jetzt aber off-cam. Denn sonst wird das Video wieder viel zu lang. Und das wollen wir nicht. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das soweit umgebaut habe. So, da bin ich wieder. Es ist jetzt wieder zusammen. Ich glaube, ich muss das andere Laufwerk nochmal auseinandernehmen. Und nochmal mit der Platte gucken. Denn hier habe ich gemerkt, dass sie da unten eingehakt werden muss. Das habe ich beim anderen Laufwerk nicht gemacht. Und ich habe da ein Problem mit der einen Kassette. Die steht zu weit nach vorne und die Andruckrolle hier klemmt am Plastik fest und dann läuft sie nicht. Ist egal, das kann ich noch mal schnell machen. Motor hatte ich auseinander. Ich hoffe, man kann das erkennen. Da sind Kratzer drauf. Das ging hier jetzt ein klein bisschen einfacher, auch wenn ich mir einmal die Feder ein bisschen verbogen habe, aber nicht doll. Er kreischt nicht, ich habe ihn hier mit etwa 10 Volt ungefähr beaufschlagt und laufen lassen, kein Kreischen zu hören. Sollte wohl hinhauen, hoffe ich doch. Den Deckel wieder drauf kriegen war ein bisschen das andere Problem. Da habe ich selbst mit einem Hammer ein bisschen Probleme gehabt, den Deckel hier wieder drauf zu kriegen. Hat mir ein bisschen mal auf den Finger raufgehauen. Gefettet habe ich es auch. Das ist jetzt wieder bereit zum Einbauen. Bleibt ja noch der Hebel hier, wo ich ja sagte, der ist irgendwie ein bisschen gebrochen. Aber scheint. Oder auch nicht. Vorn, ja, jetzt funktioniert das wieder. Aber ich muss eventuell den manuell hier ein bisschen hochhalten, während ich die Kassette einlege. Dann geht das, dann weiß ich aber Bescheid. Mit dem Hebel hier. Ich weiß nicht, ob man da den irgendwie tauschen kann. Wenn ich irgendwann mal den hier rauskriegen sollte und die Muße und die Lust habe, das zu machen, werde ich den mal ausbauen, versuchen nachzukonstruieren und auszudrucken. Vielleicht klappt das ja. Es ist einfach nur ein ganz einfacher Hebel. Ich hoffe, das kriege ich dann hin. Das will ich jetzt nicht machen, sonst wird das Video viel zu lang oder die Zeit, die ich dafür investiere, viel zu lang. Das baue ich jetzt wieder ein. Ich nehme noch mal kurz das andere Laufwerk raus, gucken wir das noch mal mit der Platte an. Da braucht ihr ja nicht zugucken. Und wenn ich das alles wieder zusammen habe, kommen wir dann zum eigentlichen Testen, ob das jetzt von der Geschwindigkeit her noch passt und
wie WoW und Flutter ist, wenn ich das irgendwie hinkriegen sollte. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und die Pegelanzeige, ob die auch stimmt, weil ich habe mit dem anderen Laufwerk, mit dem Sony-Kassettendeck, habe ich auf etwa 0 bis 1 dB, plus 1 dB aufgenommen. Mit dem habe ich auch bei etwa plus 1 dB aufgenommen. Das sollte eigentlich auch dann bei ungefähr 0 wieder rauskommen. Weil ich habe hier das gehabt, ich habe eine Kassette reingesteckt mit dem anderen Laufwerk, abgespielt und denke mir so, spielt das überhaupt ab? Weil Pegelanzeige hat sich gar nicht bewegt, habe einen Kopfhörer reingesteckt, ja, kommt Ton raus. Aber da habe ich auch gemerkt, dass die Kassette irgendwie nicht direkt drinnen liegt. Denn wenn ich ein bisschen drauf drücke, wenn ich von so ein bisschen drauf drücke, wird der Ton ein bisschen heller. Und auch rechts und links ist besser separiert. Ich denke mal, die Kassette wird von dem Blech von dem anderen Laufwerk von dem Blech ein bisschen nach außen gedrückt. Muss ich noch mal bei. So, das mache ich dann jetzt noch mal schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Gerät wieder auf dem Tisch ist und wir das dann mal testen können. Gut, dann bis gleich. So, nun habe ich das Ding hier erstmal so stehen. Die Kassette habe ich da drinne. Die Peter Alexander hat ein Problem. Sag ich mal so, ich pack die jetzt da mal rein. Und dann hört sie auf. Andersrum hingegen läuft sie. Auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist, ob es das am Band liegt oder was, keine Ahnung. Es lässt sich leicht drehen. Keine Ahnung, ich habe hier eine 90-Minuten-Kassette. Da ist viel Band auf der Seite. Das funktioniert. Ich kann auch zurückspulen. Ich kann auch zu vorwärts spulen. Und das Ding hat auch einen Suchmodus nach Stille suchen. Dann bin ich am Anfang. Und da ist er halt drüber gesprungen. Das funktioniert mit dieser Seite. Mit ein bisschen Nachhelfen geht das auch. Ich gehe mal auf die Seite. Da sollte das eigentlich funktionieren. Ab und zu geht es mal und ab und zu nicht. Wie auch immer, warum auch immer. Aber das funktioniert. Auf beiden Seiten. Mit viel Band. Wenig Band gibt natürlich auch. Na, da war das nicht zu. Die habe ich aber nicht aufgenommen, sondern aufgenommen habe ich die hier.
Kraft vom VU-Meter auch. Ja, ihr habt jetzt hier leider diesen blöden Ton. Das ist mit dem aufgenommen. Das ist der 3000 kHz, das andere war der 3150. Das ist der 1 kHz. Also ich höre nichts. Ich höre jetzt nicht, dass es leiert. Gut, ich müsste es über Kopfhörer hören. Jetzt spule ich einmal komplett zurück. Da ist nämlich die ersten 6 Minuten mit dem Sony-Tape aufgenommen. 1 kHz, 3 kHz und 3,15 kHz. Dann werden wir das gleich nochmal mit auf dem PC machen. Das Wow, ein Flattergedönse. Also ich höre jetzt hier kein Kreischen im Motor. Und da hatte ich mit 0 aufgenommen. Mit 0 bis 1 und... Band hat ein bisschen, am Anfang hat es irgendwie Probleme. Da ist es schon ein bisschen drüber. Ja, der Azimut stimmt. Falls ihr euch fragt, was ich gerade gemacht habe. Ich habe nur drauf gedrückt, ich habe nicht die Schrauben bewegt. Ich höre kein, sagt schnell, Schwanken. Da höre ich ein. Da höre ich ein Schwanken drinne. Gut, ich mache mal kurz den PC soweit fertig. Wir sehen uns dann gleich wieder. Hallöchen. Ich weiß nicht, wie genau ich das jetzt geschnitten habe, weil den Teil, den ich jetzt mache, habe ich schon mal gemacht. Da ist mir aber noch was aufgefallen. Mache ich das jetzt nochmal neu. Weil ich habe die beiden Laufwerke noch einmal rund 2,5 Stunden jeweils laufen lassen vorher. Und ich blende euch jetzt noch mal ein, das Wow and Flattermeter. Ich habe hier schon Testton drauf. 1 kHz, 3 kHz und 1,35 kHz. Und jetzt spiele ich mal den 1 kHz Ton mit Laufwerk A ab. Der liegt bei 1,25 Hertz. Das passt, das würde ich so lassen. Vielleicht kann ich das nochmal einregeln, weiß ich nicht. Jetzt gehe ich nochmal auf das andere Laufwerk.�
Eventuell muss ich doch noch mal ein bisschen anpassen. Ja, am besten ich passe das doch noch mal ein bisschen an. Das ist nämlich noch nicht so ganz passend, wie ich es dachte. Brauchen wir den Schraubenlehrer. Mit dem Highspeed, den ich hier noch habe. Da gibt es noch einen Highspeed, weil ja noch Highspeed-Dubbing drüber geht. Da weiß ich nicht, wie ich das einstellen soll. Ich habe schon gegoogelt. Ich habe da keine Möglichkeit. Ich bräuchte jetzt theoretisch eine Adapterkassette. Diese, wo mit dem Kabel dran, ne? Dass ich hier mit Highspeed aufnehmen kann. Auf dem Tape A. Und gucken kann, ob das, ich glaube, halb so schnell ist. Und ob das auch genauso schnell dann hier abgespielt wird. Ne, das ist ja auch doof. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Highspeed machen soll. Keine Ahnung. Er macht ja, ich glaube, in doppelter Geschwindigkeit schiebt er das ja, spielt er hier ab und nimmt da auf. Er nimmt ja aber nicht hier auf. Ich kann nur im Highspeed hier abspielen. Und hier aufnehmen und dann auch mit der Adapterkassette das einmal abhören, ob das genauso schnell ist. Aber ich habe diese Adapterkassette nicht. Ich habe mal eine gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo die geblieben ist. Ich weiß auch nicht, wann ich sie gehabt habe. Ob die jetzt vielleicht beim Wohnungsbrand weggekommen ist damals. Ich weiß es echt nicht. Ich gucke mal, ob ich nochmal so eine Kassette finde. Sonst muss ich mal gucken, ob ich mir mal eine gebaut bekomme aus einer alten Kassette und einem alten Tonkopf. Vielleicht kann ich da was machen? Ich weiß es nicht. Oder ich gucke, ob ich hier irgendwo mit einem Oszilloskop das Signal abgreifen könnte. Das kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Was ist das hier? Das ist ein Plastiknopfi. So, aber jetzt genug davon geredet. Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen einzupegeln. Das ist normal Speed A ist der hier, der ist zu dick. Passt der? Der passt. Na, das Poki. Das hört sich doch gut an. So, dann machen wir mal einen Tick weiter. Drei Kilohertz. Ach, ich bin im falschen Fenster, da muss ich hin. Wo sind wir da? 3,3. Gut, andere Laufwerk. No, vielleicht noch ein Ticken.
Du hast jetzt zu viel. Ich würde sagen, das würde so passen. Ich würde sagen, das passt so. Jetzt gehen wir noch mal auf die 3150. Passt. So, jetzt ist das abgeglichen, also justiert. Ich entschuldige mich für den lauten Ton. Vielleicht habt ihr mich gehört oder nicht. Also, wenn ihr mich nicht gehört habt, ich werde das dann vielleicht rausschneiden. Aber ich habe jetzt beide Seiten soweit abgeglichen auf fast exakt den Wert, den es haben muss. Mit dem Highspeed, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie ich das am blödesten mache, weil das kann ich aufnehmen, das kann nur abspielen, das kann nur auch, kann beides. Im Highspeed muss ich beide machen. Er schaltet mir auch im Highspeed-Modus den Line-In-Eingang hinten raus. Er nimmt nur das hier. Habe ich schon ausgetestet. Kann ja hier kann ja die Kassette hier reinsetzen. Sagt dem hier, hast du Kassette und Dings. Und wenn ich auf Highspeed gehe, dann hört er hier auf. Aber ich habe ein Ton. Warte mal, müsste ich auf 1 Kilohertz kommen. Da macht sich einfacher. 1 Kilohertz wären ja dann doppelt so schnell 2 Kilohertz. Und da ist er jetzt bei 1 Kilohertz. Nehmen wir mal ein Stück zurück. So, Highspeed. Ja, weil hier sich der Kapstan nicht dreht. Der Abwickeldorn sich nicht dreht. Meine Güte. Hertz. Und jetzt überlege ich gerade, wie kann ich das machen? Dann kann ich das wenigstens im Highspeed einstellen. Aber das... kann ich das dann machen? Kann ich das hier irgendwie... kann ich das so machen?
So, jetzt ist er wieder. Jetzt ist er stuck gewesen. Highspeed 2 Kilohertz. Das passt. Ich darf hier nicht. So, ich bewege hier mit dem Finger da den Abwickeldornbissen hin und her. Das passt. Also den habe ich jetzt soweit eingestellt auf das Doppelte. Muss ich bloß gucken, dass er das hier auch doppelt so schnell aufnimmt. Aber das kann ich ja gar nicht. Kann ich das dann machen? Passt. Also das läuft im Highspeed jetzigen doppelt so schnell wie im Normalspeed. Das passt. Das ist jetzt abgeglichen. Laufwerk B. Das ist komplett abgeglichen. Wie kann ich das jetzt hier machen? Wie kann ich jetzt das im Highspeed abgleichen? Das kann im Highspeed nur aufnehmen, nicht abspielen. Da müsste ich jetzt hier im Highspeed mit Normalspeed aufnehmen, das abspielen, dann muss es ja nur halb so schnell sein. Aber das kriege ich ja gar nicht live abgeglichen. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das abgeglichen kriege? Ich habe schon mal gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Wie ich das im Highspeed abgeglichen kriege. Weil ich habe keine Hinterbandkontrolle. Dann könnte ich es machen, aber ich habe hier nur ein Abspielkopf, Aufnahme, Abspielkopf, also Kombokopf. So. Habt ihr da noch irgendwie eine Idee, wie ich das machen kann? Das habe ich jetzt Normalspeed und Highspeed abgeglichen. Das kann aber im Highspeed nur aufnehmen. Und wie kriege ich das im Aufnahme abgeglichen? Kann ich ja gar nicht. Das kriege ich ja live nicht hin. Das ist ja fummelig dann ohne Ende. Vielleicht habt ihr da noch eine Idee, wie das funktioniert, wie ich das abgleichen kann. Weil das kann im Highspeed nur aufnehmen, nicht abspielen. Das spielt wenigstens noch ab. Da kann ich es dann noch machen. Spannung messen. Aber Spannung messen bringt ja nichts. Das ist die Reibung und hast du nicht gesehen, spielt ja alles mit rein. Mit der Geschwindigkeit. Das ist ja. Das ist blöd. Wisst ihr was? Ich habe da vielleicht eine Idee. Und zwar brauche ich dazu ein Rotationsmessgerät, also ein Umdrehungsmessgerät, wie viel Umdrehungen das macht. Das hatte ich mal gehabt bis zum Wohnungsbrand, da ist es weggekommen. Ich verlinke das nochmal auf der Amazon-Wunschliste. Vielleicht kann ich es damit machen, wenn ich mir hier, weiß ich nicht, irgendwie
was hinbastel, dass ich da irgendwie die Umdrehung messen kann von dem Kapstan. Das so akkurat wie möglich, dass ich das damit gemessen kriege, damit ich denn sagen kann, normal Speed läuft es eben so und so viele Umdrehungen und High Speed muss es ja die doppelten Umdrehungen machen. Das werde ich mal verlinken. Das wäre eine Idee, die ich machen kann. Ansonsten muss ich mal gucken. Ich ziehe mal den Kopfhörer raus. Ich will mal was gucken. High Speed. Und normal Speed. Ja. Ja. Eventuell mit einem Arduino, Hallgeber und einem Magnet oder irgendwas auf dem Kapstanrad, das irgendwie die Impulse messen. Oder irgendwie sowas. Vielleicht habt ihr da eine Idee, weil ich hätte jetzt keine Idee, wie ich hier den Highspeed-Modus messen kann. Wie ich den abgeglichen kriege. Der nimmt ja nur auf. Und ich habe keine Hinterbandkontrolle, wo ich das kontrollieren kann. Womit ich das in Echtzeit einstellen kann. Ich kann es nur versuchen mit so einer Adapterkassette, wenn ich mal, wenn es die bei Amazon gibt, werde ich die mal verlinken. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So eine Kassette mit so einem Tonkopf drin und Kabel raus für ältere Kassettenradios im Autos, damit man da CD oder sowas anschließen kann. Verlinke ich auch nochmal. Ich kann hier höchstens ein Kilohertz Ton oder 3 Kilohertz Ton einspeisen, auf Highspeed hier aufnehmen und dann wieder abspielen. Und wenn es dann doppelt halb so langsam ist, dann weiß ich, es passt. Wenn es zu schnell oder zu langsam ist, dann muss ich eben immer stückchenweise gucken. Aber das, da kriege ich auch nur annähernd hin, nicht direkt. Naja, vielleicht habt ihr da noch eine Idee, wie ich das am besten hinkriege. Genug gesabbelt, das Laufwerk ist, oder das Tape-Deck ist jetzt soweit fertig. Für den einen Zuschauer, ich habe jetzt seinen Namen nicht im Kopf, mit den Riemen. Die Riemen bei beiden, die Flachriemen, die sind top in Ordnung. Die brauche ich nicht tauschen. Auch wenn man das vielleicht machen sollte, könnte, hätte, soll, wie auch immer. Weil dann sind es frische. Warum? Die sind top in Ordnung, die brauche ich nicht tauschen, noch nicht. Und der Gummi hier, da hätte ich auch einen Haushaltsgummi nehmen können hier für den Tape-Counter. Das war der einzige, der hier drinnen kaputt war. Die anderen beiden sind top. Dieses braune Zeug da an den Elkos. Kann ich euch das noch ein bisschen dichter zeigen? Sind schon wieder 22 Minuten. Das braune Zeug da bei den Elkos, weil du auch danach gefragt hast. Die sind nicht ausgelaufen, das ist diese Klebesoße. Das ist so eine Klebesoße. Da ist noch Saft drauf. Da sollte ich mal den Saft runternehmen. Ich weiß nicht, wo da genau 230 Volt reinkommen. Die kommen da rein, wo die hier wieder rauskommen. Weil das ist so eine Klebesoße, die wird korrosiv. Kriegt man aber auch ihr wisst, was ich meine, runter. 8200 μ, 2200 μ. Und 470 μ, den hätte ich vielleicht noch da, aber die zwei, die habe ich auf alle Fälle nicht da.
Das Geile ist, der hier wird sehr warm und da hängt gleich der Elko hinter. Der wird gleich mitgekocht. Naja, gut, was soll's. Aber das ist so ein Kleber, der wird korrosiv. Da kümmere ich mich dann mal später drum, würde ich jetzt mal so sagen. Bei Sensor hätte ich jetzt aber noch mal eine Frage. Was meinen die mit Sensor? Dolby, Rack-Amp, Amplifier, weiß ich nicht. Der hat auch einen Remote-Anschluss hier hinten drinne. Ja, wenn ich dann das Yamaha-Gedönse hätte, dann könnte man das vielleicht auch per Fernbedienung. Aber wir brauchen eine Fernbedienung am Kassettendeck. Brauche ich keine Fernbedienung. Gut. Also, das ist jetzt soweit fertig. Und gut, der Motor, der hat gekreischt bis und geht nicht mehr. Der hier. Da habe ich das Kugellager drin, wie ich gesagt habe. Ich zeige es dir nochmal. Zweirad Kugellagerfett von Propeter oder wie die heißen hier. Zweirad Kugellagerfett, damit habe ich das gefettet. Für Schmierung von Lagern und Gestängen konsistent wasserbeständig. Wie auch immer. Das habe ich schon, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Fett schon habe. Macht sich ganz gut hier für solche Sachen, für Lager und so weiter. Gut, dann ist das für mich jetzt hier beendet, das Video. Ich denke mal für euch auch. Und ich habe jetzt noch mal ein Kassettendeck, das relativ wenig schwankt. Ihr habt es gesehen, RMS waren ungefähr 0,6, 0,8, 0,06, 0,08%. Im Peak war das ein bisschen mehr. Soll es aber auch haben. Ich habe nämlich gegoogelt, ein RMS von, oder ein wow, ein Flatter wie Gedönse da, wie auch immer das heißt, von etwa 0,08 bis 0,15%. Also das läuft wirklich sehr stabil. Die Geschwindigkeit habe ich eingestellt. Die passt, die Highspeed-Geschwindigkeit hier auf dem Laufwerk B, das Abspieldeck, das funktioniert, ist auch eingestellt, nur Laufwerk A, da muss ich mal überlegen, wie ich das hinkriege, weil das nur aufnehmen kann, das kann nicht im Highspeed abspielen. Es wäre schön, wenn das im Highspeed abspielen würde. Ich könnte den Löschkopf, den könnte ich abziehen, aber dann schickt er ja wieder ein. Da müsste ich mir ein Preamp. Kann ich den Preamp, wie auch immer. Wieso hat denn der hier eigentlich. Also, das ist der Löschkopf. Nee. Und das sind vier Leitungen, ja, links, rechts. Link, nee. Moment, ich guck mal was vielleicht. Kann ich das auch auf den Preamp vom. Links, rechts, ja. Also. Ein schwarzes und ein graues gehen auf den Plerek-Kopf. Und auf dem Löschkopf geht ein graues. Also hier müsste ein Signal rauskommen. Und wenn ich das auf den Preamp vom Deck B setze, da spielt er ja ab. Da müsste ich ja den Ton von hier haben, zumindest auf einem Kanal.
Ja, die haben hier den. Wie haben die das denn hier gemacht? Okay. Ich gucke mal, ob ich den Schaltplan finde von dem Teil. Und guck mal, vielleicht ist das möglich, dass ich den Löschkopf von dem Laufwerk totlegen. Das kann ich ja machen. Da brauche ich ja bloß hier einen Stecker rausziehen, wenn es das Kabel hier ist. Und hier muss ich bloß einmal rausziehen, auspinnen, hier reinpinnen, dass ich das Play auf Preamp B habe, dass das hier abspielt. Und dann kann ich im Highspeed, während das eigentlich aufnehmen soll, habe ich dann den Ton vom Band auf dem Preamp B und dann könnte ich das einjustieren. Ich gucke mir mal den Schaltplan an, vielleicht klappt das. Vielleicht mache ich da noch mal ein kleines, vielleicht mache ich noch mal ein kleines Video dazu, ein Teil 2,5 Highspeed Justage Laufwerk A vom Yamaha Laufwerk oder so. Aber da muss ich mal gucken, ob das wirklich so funktionieren würde. Wenn ich das hier tausche und das dann justieren kann, dann muss ich ja dann hier auch nur 2 Kilohertz rauskriegen aus dem Laufwerk A und die 6000 Kilohertz und die 6300 Kilohertz. Ja, gut, das würde ich dann vielleicht noch mal machen, aber für mich ist das jetzt erstmal soweit abgeglichen. Ich weiß, dass Laufwerk B passt im Abspielen, Laufwerk A passt im Abspielen und normal aufnehmen. Highspeed noch nicht ganz, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Highspeed, ich kopiere keine Kassetten. Aber es wäre schön, wenn das dann auch noch mal hinhaut. Gut, dann wäre das Video jetzt hiermit beendet. Ein möglicher Teil 2,5 könnte noch kommen. Dann danke ich fürs Zugucken. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Ein Abo nicht vergessen, wenn ihr sowas interessant findet mit Kassettendecks, andere Elektronik, Vintage-Computer-Kram und wie auch immer. Könnt ihr mal durch meinen Kanal gucken, aber ein Abo wäre nicht verkehrt. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.